So, Dankeschön, dass du mir hier den Weg frei machst. Wirf doch. Mein Hund, der ist ein sehr braver Hund, ne? Oh, was ist für ein, was für eine seltsame Energie. Schau dir das doch nochmal an. Mach ich gleich. Wir gehen mal rauf und dann gucken wir mal. Okay. Wir werden nur hierher geportet. Schön, dich zu sehen. Hast du gerade nichts Dringendes anstehen? Ich muss dir etwas Interessantes zeigen. Folge mir in meine bescheidene Behausung. Ja, dann geh mal rein dann, ne? So, was haben wir denn hier? Da wären wir also. Ich will dir etwas Interessantes zeigen. Du hast dich ein bisschen auf der Insel herumgetrieben und dich umgesehen. Das sagt mir mein Gefühl. Ich baue kleine Kammern, die von den Labyrinthen auf der Insel inspiriert sind. Wenn man die hier hineinsteckt, werden echte Labyrinthe daraus. Wie das funktioniert? Wer weiß das schon. Jedenfalls brauche ich deine Hilfe, um zu sehen, was man damit alles machen kann. Erzähl mir von den Labyrinthen, in denen du gewesen bist. Das inspiriert mich dazu, neue Kammern für dich zu bauen. Schon mit ein paar Kammern kannst du ein einfaches Labyrinth bauen. Je mehr Kammern du hast, desto komplexer werden sie dann. Versuche mit den Kammern, die du hast, meine Herausforderungen zu schaffen. Aber es reicht nicht, ein Labyrinth zu bauen. Du musst dich auch hindurchkämpfen. Ich bin allerdings kein Labyrinth-Architekt und auch kein Abenteurer. Das ist alles deine Zuständigkeit. Wenn du mich beeindruckst, winken dir Belohnungen. Das sollte die Arbeit doch wert sein. Du siehst aus, als hättest du eine Menge erlebt. Setz dich und erzähl mir davon. Ja, ach komm, die Gegner sind doch einfach. Von daher ist klar, dass ich gut vorankomme. Du hast neue Kammern erhalten. Setze sie in ein Labyrinth ein, um zu sehen, was sie enthalten. Was möchtest du tun? Ich baue mal. So, Grundlagen Labyrinthbau. So, da ist der Startpunkt, da ist die Bosskammer. Hier habe ich schon angefangen. Kannst du es zu Ende bringen? Baue eine Verbindung vom Eingang bis zur Bosskammer. Dazwischen muss eine Schatztruhe Platz finden. Hat eine Kammer einen Ausgang, muss er mit einem anderen Ausgang verbunden sein. Wo kommen wir denn sonst hin? Tja. Hol dir mit Hilfe von A Kammern aus dem Menü rechts. Lege sie dann mit Hilfe von A auf den Feldern links ab. Oft brauchst du eine Kammer mit einer bestimmten Anordnung von Ausgängen. Also habe ich sie entsprechend geordnet. Blättere mit Hilfe von L und R durch die Übersicht. Okay, den Anfang haben wir da. Dann würde ich sagen, machen wir die Kammer einfach mal dorthin. Der große Schlüssel ist immer in der letzten Truhe, die du öffnest. Zusätzliche Truhen im Labyrinth enthalten Rubine und ähnliches. Ein Ausgang in einer Kammer kann zu einer verschlossenen Tür oder einem blockierten Eingang führen, je nachdem, mit welcher Kammer du ihn verbindest. Es gibt bestimmte Regeln dazu, welcher Ausgang Vorrang hat. Du wirst sie beim Ausprobieren sicher schnell lernen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben ja hier noch... nee, das nicht, aber die Truhe hier... Das da... dann brauchen wir den hier. Zack. Sobald eine Kammer richtig verbunden ist, wechselt ihre Farbe von Rot auf Blau. Wenn sie nicht blau wird, drücke Y, um dir zeigen zu lassen, wo das Problem liegt. Alles klar. Nein, da nicht, da auch nicht. Kann man das nicht drehen? Kacke. Ach nee, ist ja hier. Hehe. So. Und dann brauche ich das so hier. Dann machen wir hier noch einen Zwischengegner hier. Wenn der Startpunkt grün leuchtet, ist alles fertig. Bewege den Zeiger auf den Startpunkt und drücke A, um dein funkelnagelneues Labyrinth zu erkunden. Während du im Kammerlabyrinth unterwegs bist, versorge ich dich mit Bomben und allem, was du brauchst. Aber danach bist du wieder wie zuvor ausgerüstet.
Alles klar, dann erkunden wir doch mal so ein Labyrinth, würde ich sagen. Das Ziel beim Erkunden eines Kammerlabyrinths ist es, das Ende zu erreichen und den Endboss zu besiegen. Achte darauf, dass dir nicht die Herzen ausgehen. Wenn du ein Labyrinth vor Abschluss verlassen möchtest, kannst du es über den Startpunkt verlassen oder auf dem Plus-Systembildschirm Erkunden beenden auswählen. Gut, dann gehen wir doch mal hier rein. So, so und so. Da haben wir unseren ersten Rubin. Wir haben zwei Rubine genommen. Was? Zwei? Wo war der erste? Halt. Kusch, kusch. So, das Ding haben wir auch erledigt. Was kriegen wir da? 20 Rubine. Sehr gut. So, die roten Viecher, die nerven schon ein bisschen, aber es geht noch. Ah, Mist, ich wollte doch nicht springen. Bin ich blöd oder was? So. Wie habe ich den denn darüber geschossen jetzt? War der Schwertschlag so toll? So, weg mit dir. Du nervst doch nur. So, 50 Rubine erhalten, sehr gut. So, und zack. Und tschüss. Da kommt ein Schlüsselchen. Ach nee, da wäre ein Schlüssel normalerweise. Aber jetzt haben wir einfach mal eine Truhe mit 5 Rubinen. Oh Gott, die Geister nerven schon wieder. Tschüss. Und tschüss. Da haben wir wieder eine Truhe. Sehr gut. Dann sind wir ja schon beim Endboss gleich. Vorher kommt noch so ein kleiner Zwischenboss, ne? So, einmal hier und einmal da. Tralali und tralala. So, jetzt müssen wir Schwabbel erstmal hier wieder erledigen. So, das war's schon. Schwabbel ist halt auch nicht mehr der schnellste, ne? Die nehmen wir noch mit und dann ab zum Boss. Und wer ist es? Natürlich unser Würmchen. Na komm, Würmchen. So. Ich hätte gerne einmal viermal Krabbenburger mit einer Kirsche oben drauf. Ne? So. So, jetzt haben wir ihn. So, das war das Labyrinth. Grundlagenlabyrinthbau beendet. War das spannend. Manchmal hat es so ausgesehen, als wärst du mit einem Bein schon im Grab. Ja, da hättest du wohl gern, wa? Dafür hast du dir was aus meiner Sammlung verdient. Du hast eine Kammer erhalten. Setze sie in ein Labyrinth ein, um zu sehen, was sie enthält. Die Rubine in den Labyrinthen sind ein kleiner Bonus von mir. Du kannst sie behalten, wenn du mit dem Erkunden fertig bist. Als ich dir so zugesehen habe, ist mir glatt eine neue Herausforderung eingefallen. Sie steht jederzeit für dich bereit. Was möchtest du tun? Erstmal abbrechen. Ach so? Na, macht nichts. Wir bringen erstmal Komet nach Hause. Den haben wir jetzt nun lang genug an der Strippe hier gehabt. Ich meine, der hilft mir, aber ja, sein Frauchen wartet ja schon. Immerhin sind wir mit ihm Gassi gegangen, haben ihm zu fressen gegeben. Da wird Frauchen glücklich sein. So. Komm, mein kleines Schweinchen. So, jetzt können wir ja auch dadurch, durch den Baumstumpf da. Sehr gut, Dankeschön.
Hätte doch nicht nötig getan, Komet. Aber danke. So, weg mit dir. So, dann holen wir uns noch schnell die Truhe hier. Was haben wir da drin? Eine Muschel. Du hast eine Zaubermuschel erhalten. Wozu die wohl gut ist? Tja, davon gibt es einige. Und zwar 50 Stück. 50 Stück gibt es hier. Und die erstmal sammeln und finden. Das wird nicht einfach. Aber wir haben 275. Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir so viele gesammelt haben schon. Dann können wir uns ja schon mal eins von beiden holen. Entweder die Schaufel oder das Herzteil. Ich würde eher die Schaufel sagen. Weil man mit der Schaufel ein bisschen mehr anfangen kann. Ich gebe erstmal Rubin. Hier. Komet ab. Merci, danke. Es war ja so süß von dir, dich um den kleinen Komet zu kümmern. Du bist ein ganz lieber Kerl. Wie kann ich dir jemals danken? Ah, ich weiß. Schmatz! Du hast einen Kuss von Madame Mio Mio erhalten. Du Glückspilz.